lässt Grüß hin. Also da und da. Ich bin aber die Woche nicht wirklich zu irgendwas gekommen. Von daher habe ich heute Putztag. Ja, muss ich erst alles wieder so ein bisschen einspielen, dass ich das vielleicht auch unter der Woche hinbekomme. Also ganz so schlimm ist es nicht. Also die Küche ist ein bisschen mehr, aber ich war auch einkaufen und da liegen halt noch so ein bisschen die Einkäufe. Das muss ich mal dann noch ein bisschen weg sortieren. Dann warte ich noch auf zwei Pakete, die aber bis 22 Uhr kommen können, weil ich die gestern erst bestellt habe. Ja, da muss ich meinen Balkon noch machen. Mir nochmal Blümchen gekauft. Und irgendwas wollte ich noch machen. Marmelade kochen. Und ich guck mal, dass ich euch heute mal wieder ein bisschen so mitnehme und ja. Versuche euch dann auch mal so ein bisschen zu zeigen, was so die Woche bei mir los war. Beziehungsweise so wirklich zeigen kann ich euch das natürlich nicht, aber was so nach der Arbeit los war, sagen wir es mal so. Weil ich hatte immer mal schon so ein bisschen mitgefilmt, aber bin halt irgendwie nie dazu gekommen, euch auch mal zu, ja, also mit euch zu sprechen, weil ich immer noch irgendwie was vorhatte oder irgendwie was, welche Termine hatte und ich habe hier das Fenster offen. Aber es wird gehen. Ja, und wir haben es jetzt gleich um 11 und ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann geht's hier richtig los mit Betten beziehen und theoretisch sogar ein Fenster putzen. Mal gucken. Die anderen hatte ich nämlich vor 2 Wochen schon gemacht, aber das eine muss ich jetzt noch. Also das eine, was ich kann, weil das hier in der Küche kriege ich nicht auf. Weil da mein Küchenblock irgendwie vorsteht. Ja, das erstmal dazu, aber ihr werdet dann sehen, was ich mache. Und ich werde, denke ich mal, nachher nochmal zu euch ein bisschen quatschen. Wie gesagt, ich nehme euch mit. Und ja, versuche das jetzt auch wieder ein bisschen häufiger zu machen. Muss ich halt alles noch wieder ein bisschen einspielen und wir kriegen das hin. Gemeinsam.
Jetzt wollte ich tatsächlich meinen Balkon mal in beleuchtet zeigen und ja, ich habe gemerkt, dass mein Licht kaputt ist. Was ich mir vor 1,5 Jahren, 2 Jahren, keine Ahnung, da so mühevoll um dieses Geländer da gewickelt habe. Nun ja, wie ihr gesehen habt, ich habe heute nur geputzt. Ich werde, glaube ich, jetzt trotzdem noch das anhängen, was ich die Woche so gefilmt habe oder seit letztem Samstag. Und ja, werde, glaube ich, in einem anderen Video einfach mal ein bisschen mehr quatschen. Hat auch alles länger gedauert, als ich dachte. Also ich habe gedacht, ich werde schneller fertig. Aber das Marmeladekochen hat wahnsinnig lange gedauert. Und tatsächlich bin ich auch immer noch nicht fertig. Ich muss noch mein Bett beziehen. Ich werde auch noch mein Bad fertig putzen. Ja, und wir haben es. Wartet, wartet. 20:46 Uhr. Ist okay. Dadurch, dass es Samstag ist, ist übrigens mein Paket gekommen, mein eines. Ja. Kriegen wir alles noch hin. Ich kann ja morgen ausschlafen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Und ich hänge, wie gesagt, jetzt noch ein paar Sachen ran, werde dann auch hinschreiben, wann, wie, was, wo das war. Und wie gesagt, wir sehen uns.
aber ein Paket bekommen. Wir haben es ja zusammen abgeholt, beziehungsweise sind wir zumindest bis zur Packstation zusammengefahren. Ich weiß noch nicht, ob ich das so reinlasse, weil man da natürlich auch sieht, wo ich wohne, zumindest in welcher Gegend. Aber da ist es. Und ich werde das jetzt aber erst einmal auspacken. Ein Live-Unboxing quasi mit meiner Freundin machen, die mir das geschickt hat. Und dann gucke ich mal, ob ich euch noch zeige, was ich so Schönes bekommen habe. Ich wollte es ja erst auspacken und dann euch zeigen, aber das muss ich euch jetzt mal zeigen. Das ist schon sehr lustig. Es sieht gerade aus, als ob ich ein Paket voller Zeitung bekommen habe. Aber das wurde mir schon gesagt, ja, das wurde mir schon gesagt, dass das so aussehen wird, weil da halt vieles drin ist, was zerbrechlich ist. Ja, ich gucke dann mal rein. Neben den Magneten und den Postkarten und dem Salz, wer irgendwann mal der YouTube-WG gefolgt ist, weiß, was das für ein Salz ist. Ja, gab es auch von hier bis dort hinten diese Bücher. Meine Freundin hat er aussortiert. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt hier auch nennen darf. Sie war ja auch Teil der WG. Ja, diese ganzen Bücher gab es. Sie hat sie aussortiert und da ich gerade sehr im Lesen bin, habe ich die natürlich sehr gerne angenommen. Thank you.